ihr die Seelenwächter? Gerade abgeholt, während wir auf euch gewartet haben. Es sind weitaus mehr als gedacht. Auf jeden Fall genug, um eine komplette Kompanie damit auszustatten. Unglaublich, in welch kurzer Zeit sie diese Arbeit bewerkstelligt haben. Wenn wir die Seelenwächter in Eorzea und im fernen Osten verteilen, können die Türme dort genauso bekämpft werden, wie wir den Turm von Sott in die Knie gezwungen haben. Oder wir widmen uns gleich dem Kaiserreich. Die Teleforoi nutzen Garlemald schließlich als ihr Hauptquartier. In jedem Fall können wir diese Entscheidung nicht treffen, ehe wir uns mit den Vertretern der Föderation und der östlichen Verbände beraten haben. Tja, es sieht so aus, als müsste ich mal wieder von Land zu Land streifen und mir den Mund fusselig reden. Erlaube mir, dir bei dieser Aufgabe zur Hand zu gehen, damit du nicht alle Last allein auf deinen Schultern tragen musst. Dann mache ich mich auf nach Osten. Von hier aus kommt man ohnehin gut nach Bosia und Dalmaska. Und über das Verbindungsnetzwerk der domanischen Shinobi erreichen wir auch König Hien. Das klingt doch nach einem guten Plan. Dürfen wir dich darum bitten, die Seelenwächter unterdessen zu Baldesions Gelehrten zu bringen? Sie müssen sicher verwahrt werden, bis eine Einigung gefunden ist. Wartet! Bitte! Nidana, du bist schon wieder bei Kräften? Das bin ich. Und mein Pfleger hat mir zugetragen, dass mich eine gewisse junge Frau vom Bund der Morgenröte von den Spuren der Besessenheit befreit hat. Nach der Heilung habe ich offenbar geschlafen wie ein Stein. Als ich erwacht bin, hieß es, ihr wärt noch hier. Da bin ich natürlich sofort losgelaufen. Nidana war nur eine recht kurze Zeit im Inneren des Turms gefangen, nicht wahr? Das kann ich im Handumdrehen heilen, habe ich mir gedacht. Noch ehe wir beim Megaduta-Tempel sind. Ah, ihr wart es also. Ich weiß gar nicht, wie ich euch danken soll. Euch allen tatsächlich. Für das Bezwingen des Turms. Für die Rettung meiner Freunde. Dafür, was ihr für ganz Tafnea getan habt. Ich werde diese Taten immer in meinem Herzen tragen, meine Freunde. Und doch frage ich mich, wer nun wessen Retter ist. Die unvergleichlichen Künste der Alchemisten, kombiniert mit eurer nimmermüden, optimistischen Führung, haben die Seelenwächter erst möglich gemacht. Und sie werden nunmehr hinaus in die Welt getragen, um die Flamme des Widerstands zum Lodern zu bringen. Was? Ist das denn die Möglichkeit? Ich bin eben erst erwacht und ich hatte ja noch nicht einmal Zeit, mich zu erkundigen. Die Seelenwächter. Und genug für die ganze Welt. Dann hat sich ja wirklich alles gelohnt. Alles. Die Blume hat gänzlich die Farbe gewechselt. Das ist wirklich erstaunlich. Was hast du da? Eine Blume, die in Herzen blicken kann. Wie ungewöhnlich. Reagiert sie wohl auf das Akasha?
meint ihr? Nun also, dass Akashas ein Konzept aus den alten Lehren der Alchemie Razzatans. Es ist eine der unsichtbaren Mächte. Sie ist die Kraft, die von Gedanken und Gefühlen bewegt wird. Was ihr beschreibt, klingt wie eine Art von Äther. Solche, die nicht mit diesem Konzept vertraut sind, bezeichnen Akasha oft als Äther. Aber wir machen da einen Unterschied. Äther ist die Kraft, die dem Land innewohnt. Sie erfüllt jede Kreatur und jeden Gegenstand. Ja, sie ist selbst in der Luft und der Atmosphäre, die uns umhüllt. Sie fließt und ändert sich konstant. Im Gegensatz dazu ist Akasha eine Kraft, die für unser Eins unerreichbar ist und dies auch immer bleiben wird. Manche sagen, sie sei den Himmeln entrissen und allen Lebewesen zuteil geworden. Egal, was wir tun, sie bleibt von unserem Handeln unbeeinflusst. Weder können wir sie steigern noch verringern. Lediglich unsere Gefühle und Gedanken können das Akasha lenken. Und du? Wie oft standest du am Rand der Verzweiflung? Warst erfüllt von der Hitze des Eifers und ergriffen von dem Hoch der Euphorie? Und bist im Rausch an dein Limit gegangen? Du besitzt einen starken Willen. Und das Akasha reagiert auf diese Stärke. Das ist ja ungemein interessant. In unseren Lehren existiert ein derartiges Konzept nicht. Der Äther ist der einzige Quell derlei Mächte. Ich freue mich, dass ihr den Gedanken spannend findet. Doch selbst für uns ist Akasha ein sehr abstraktes Konzept. Es hat keinerlei praktische Anwendung, also wird... Ich kann nicht einmal versichern, dass diese Blume tatsächlich etwas mit dem Akasha zu tun hat. Wirklich, es war nichts weiter als ein spontaner Gedanke. Entschuldigt meinen Redeschwall. Es gibt nichts, wofür ihr euch entschuldigen müsstet, Nidana. Im Gegenteil, wir haben für eure Eindrücke und Erklärungen zu danken. Nun, wir sollten uns auf den Weg machen. Den Transport der Seelenwächter kannst du getrost uns überlassen. Ich melde mich meinerseits, sobald ich Neuigkeiten habe. Nutze die Gunst der Stunde und ruh dich ein bisschen aus. Vor uns liegt noch ein steiniger Weg.
Willst du diesen Weg fortsetzen? So schütze sie. Ah, da bist du ja. Du hast auch noch nichts gegessen, oder? Wir haben ordentlich eingekauft und dachten, du magst vielleicht einen Happen mit uns teilen. Ist aus dem Café, also wirklich lecker. Gezogen und abgewunken. Ich frage mich, ob ihm die schalayanische Küche nicht mundet. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube eher, dass er müde war und seine Ruhe haben wollte. Ach, der Schnösel will sich doch nur wichtig machen. Nächstes Mal zwinge ich ihn, mit uns zu essen. Und dann schaufel ich ihm einen ganzen Berg Köstlichkeiten ins Gesicht. Ein unterstützenswerter Plan, Schwesterherz. Ein Streiter wie er muss schließlich anständig ernährt, angemessen ausgeruht und gut in Form sein. Armer Estinien. Wo wir schon beim Thema sind, geht es dir denn gut, Krille? Ich hörte, dass Heidelin sich deines Körpers bemächtigt hat, erst kürzlich im Labyrinthus. Alles in Ordnung. Nur direkt danach war ich entsetzlich müde. Aber ansonsten geht es mir gut. Tatsächlich würde ich gerne mehr mit ihr sprechen. Seither habe ich ihre Präsenz kein weiteres Mal verspürt. Heidelin hat dir gesagt, dass du diese Blume mitnehmen sollst, oder? Sie soll dein Wegweiser sein und dir Einblick in die Herzen anderer gewähren. Suche in der dunkelsten Stunde nach der Freude. Das war's doch, was sie gesagt hat. Ich frage mich, was das zu bedeuten hat. Ob es wohl mit dem Lichtschein zusammenhängt, den wir in Razzatan beobachten konnten? Es schien mir tatsächlich wie die pure Manifestation unserer aller Freude, der Erleichterung Nidanas und aller Bewohner Razzatans. Aber vielleicht sogar unseres Glücks, diesem Moment beiwohnen zu dürfen. Den Eindruck hatte ich auch. Ich selbst fühlte mich regelrecht erquickt, als wäre ich von neuem Mut beflügelt, den nächsten Abschnitt meines Weges zu beschreiten. Die Teleforoi sind noch längst nicht besiegt. Und wir wissen nach wie vor nicht, was der Rat der Philosophen vor uns verbirgt. Doch selbst inmitten jener Unsicherheit vermag die Saat der Hoffnung, ihre Wurzeln zu schlagen, seien sie auch noch so klein. Eine Wahrheit, mit der sich jeder Tag meistern lässt, seit Urzeiten schon. Wieder und wieder, einer nach dem anderen. Hey, hey, das war meiner! Wahr, aber Raha, du könntest ihn doch einfach mit einem flinken Levitationszauber wieder zu dir schweben lassen. Nichts täte ich lieber als das. Der Zauber braucht allerdings seine Zeit, bis er vorbereitet ist. Ihn spontan in so einem Kampf anzuwenden, gestaltet sich schwierig. Aber vielleicht muss ich ihn noch weiter üben. Ich habe ihn erst vor kurzem erlernt. War das zufällig, als du das Numenon durchforstet hast? Richtig. Darin türmen sich die Schriften und Bücher wie Berge, Jalmen hoch bis an die Decke. Der Zauber war eine Notwendigkeit.
Ah, verstehe schon. Du hast ihn benutzt, um an den ganzen verbotenen Kram zu kommen. Also, ich weiß nicht, ob ich... Sie sind zu hoch. Schrecklich hoch, diese Regale. Und ich kann ja schlecht die magischen Leiter nach Belieben herumschieben, während ich einen Einbruch begehe. Ja. Ist nicht schlimm, schlaf dich morgen einfach aus. Ab und zu darf man in aller Ruhe die Zeit vergessen und sich treiben lassen. Hier steckt ihr also. Wollt ihr euch nicht noch etwas überziehen? Sonst holt ihr euch noch den Tod. Nicht, dass das noch groß eine Rolle spielen würde. Ich bin wirklich untröstlich, Eure Hoheit, aber ich habe weitere schlechte Nachrichten für euch. Der Turm in Tavnea ist gefallen. Ganz und gar ausgelöscht von einer gewissen Gruppe von Weltverbesserern. Natürlich saugen die anderen Türme noch brav Äther. Diesbezüglich gibt es keine Probleme. Allerdings wird durch diesen Ausfall alles etwas länger dauern. Wenn sich unsere Helden weiterhin nur auf die kleinen Türme konzentrieren, ist das nicht weiter tragisch. Aber kämen sie nun schnurstracks hierher, dann bezweifle ich, dass wir rechtzeitig fertig würden. Oh, dann wird sie kommen. Ganz bestimmt. Ist das so? Nun, lasst uns zumindest darüber nachdenken, wie wir sie aufhalten wollen. Eure Hoheit. Ihr scheint immer nur dann in Begeisterung zu verfallen, wenn ihr über sie sprecht. Habt ihr denn wirklich gar keine anderen Interessen? Ich kann die anderen nicht einmal voneinander unterscheiden. Sie sind alle so schrecklich fad. Und diese Welt gleicht einem faulen Sumpf. Er verklebt die Augen und die Lunge. Langsam, bis man daran zugrunde geht. Und man merkt es erst, wenn es zu spät ist. Wenn überhaupt. Aber ich habe das Licht erblickt. Ich durfte sie spüren, als ich an meine Grenzen getrieben wurde. Jene Hitze, die mein Herz zum Schlagen bringt. So viel hat mir der Kampf mit ihr geschenkt. Aber gleichzeitig raubte er mir die Zukunft. Denn als es vorbei war, brachte ich es nicht mehr über mich, in jenen Sumpf zurückzukehren. Ich konnte nicht. Und so, ohne jegliche Perspektive, darf der Vorhang auch gerne fallen. Zu diesen Worten stehe ich nach wie vor. Mit jedem Atemzug, den ich tue, denke ich nur noch an diesen einen Moment. Wie überaus wunderbar, mit dem Tod selbst getanzt zu haben. Und daraus so viel Kraft und Sinn fürs Leben zu schöpfen.
wirklich wunderbar. Wie ich euch hasse und beneide. So sehr beneide. Genug von mir. Wie steht es um dich? Du stiftest endlos viel Chaos, aber Freude hast du daran keine. Oder liege ich da falsch? Uah, gruselig. Da ignoriert ihr mich die ganze Zeit über hartnäckig, nur um mich plötzlich mit einer so messerscharfen Beobachtung zu konfrontieren. Aber tatsächlich habe ich inzwischen ein bisschen Spaß. Seht ihr, als ich noch eine echte Person war, träumte ich eine lange, lange Zeit immer den gleichen Traum. Er bestand nur aus Fetzen und hatte keinen Anfang und kein Ende. Ich kannte weder die Gesichter der Akteure, die darin vorkamen, noch hatte ich den Schauplatz je zuvor gesehen. Lange dachte ich, es wäre nur eine nichtige Irrung meines Geistes. Aber eines Tages erschloss ich mir die Wahrheit hinter diesen Visionen. Ganz wie es euch mit euren Träumen von den letzten Tagen ergangen ist. Dieser Traum wird bald schon zur Wirklichkeit des ganzen Sterns. Und der Gedanke daran? Ja, der macht mir durchaus Freude.
Warst du nicht einer der Gäste von Baldesions Gelehrten? Ah, ihr seid ihr also, Rektor Montichain. Wir hatten noch gar nicht die Gelegenheit, uns für euren Beistand bei der Ratssitzung zu bedanken. Das wollen wir hiermit schleunigst nachholen. Oh, ihr seid auch alle da. Ein ganz schöner Trubel war das, nicht wahr? Wirklich unverzeihlich. Zum Glück ließ sich die Sache ohne großes Nachspiel bereinigen. Ich war schon immer der Meinung, dass Neugier beflügelt und nicht beschnitten werden soll. Wir sind euch wirklich überaus dankbar. Auch dafür, dass ihr im Anschluss die Mühen auf euch genommen habt, Baldesions Gelehrten einen Besuch abzustatten. Es tut mir... Aber nicht doch. Ich wollte unbedingt erfahren, wie es den Enkeln von Galouf und Louisois ergangen ist. Doch wie es scheint, habe ich euch knapp verpasst. Ihr habt euch wirklich sehr gemausert. Eure Großväter wären stolz auf euch. Selbst ich konnte bei der Ratssitzung die Tränen der Rührung kaum zurückhalten. Du hast es sicher nicht immer leicht mit dieser Rasselbande. Von Matoyas Schülerin gar nicht erst zu reden. Ich ziehe meinen Hut vor dir. Vielleicht könntest du unseren Studenten ja bei Gelegenheit ein Seminar in Gruppendynamik und Führungsstrategien geben. Verzeiht, dass ich das Gespräch in eine andere Richtung lenken muss, Herr Rektor. Doch wir haben eine dringliche Bitte. Wir müssen unbedingt mehr über die Absichten des Rats in Erfahrung bringen. Seht ihr euch in der Lage, uns dabei zu helfen? Leider nicht, mein Junge. So leid es mir tut. Als Ratsmitglied habe ich einen Schwur geleistet. Und selbst wenn ich wollte, ich könnte euch gar nichts erzählen. Die Aufgabe, die uns vor langer Zeit auferlegt wurde, wiegt so schwer wie die Welt. Käme sie unbedacht ans Licht, wäre große Unrast die Folge. Deswegen wurden alle, die dieses Wissen hüten, mit einem Zauber belegt. Ohne Einwilligung des Rates kann niemand es preisgeben. Sowas ist möglich? Das ist es in der Tat, mein Kind. Also gut. Ich habe schon lange keine Vorlesung mehr gehalten, doch heute scheint mir ein geeigneter Tag. Bitte, setzt euch. Beginnen wir mit den Grundlagen der Ätherologie. Lebewesen wie wir nutzen Äther auf dreierlei Weise. Zur Formung der Seele, zur Speicherung von Erinnerungen und was wäre wohl die dritte? Ganz genau. In dieser Form ist Äther den meisten wohl am ehesten vertraut. Selbst bei den kleinsten Tätigkeiten verbrauchen wir ihn. Und mit der Nahrung nehmen wir neuen auf. Es ist ein Kreislauf von Geben und Nehmen. Ein ständiger Fluss.
Die Seele hingegen ist beständig und ändert sich kaum. So wie die Erinnerungen, die mit ihr verbunden sind. Man könnte es mit folgendem Beispiel veranschaulichen. Die Seele ist ein Stück Papier und Erinnerungen sind das, was darauf geschrieben steht. Was also glaubt ihr passiert, wenn man großen Mengen von Äther ausgesetzt wird, dessen Signatur einer gewissen Erinnerung gleicht? So ist es möglich, Erinnerungen und damit verbundene Handlungen zu unterdrücken. Es ist noch gar nicht lange her, dass so etwas in großem Ausmaß geschah. Weiß jemand wann? Bei der 7. Katastrophe. Die Eorzea erinnern sich an alles, was geschah. Bis Bahamut hervorbrach und die Welt mit Zerstörung überzog. Doch was direkt im Anschluss passierte, vermag niemand so recht zu sagen. Korrekt. Eine Erinnerungslücke, die zufällig, vielleicht aber auch bewusst, herbeigeführt wurde. Darüber streiten die Experten bis heute. Der Eingriff in Erinnerungen ist jedoch zu Recht tabuisiert und in Charlayan grundsätzlich verboten. Einzig dem Rat der Philosophen ist es gestattet, Verschwiegenheitszauber zu sprechen. Und selbst das nur bei der Inauguration eines neuen Mitglieds. Davon abgesehen ist die Beeinflussung des Volkes durch solcherlei Praktiken natürlich strengstens untersagt. Sind derart überschriebene Erinnerungen denn für immer verloren? Der Verschwiegenheitszauber unseres Rates kann aufgehoben werden. Allerdings benötigt dies eine Zustimmung von mindestens 9/10 der Mitglieder. Die Geheimnisse sind dann nicht mehr geschützt und könnten theoretisch frei geteilt werden. Ansonsten trägt man sie bis in den Sternengrund mit sich. Dort werden die Seelen gereinigt. Als erstes löst sich das, was an den Erinnerungen haftet. Dann folgen die Erinnerungen selbst. Wobei es auch solche geben soll, die unlösbar in den Seelen verankert bleiben. Und was geschieht mit der gereinigten Seele? Sie löst sich auf und wird zu reinem Äther, der sich bald darauf mit anderem Äther vermischt und eine neue Seele bildet. Das ist die herrschende Lehre. Einige glauben aber auch, dass sie in die physische Welt zurückkehrt, um in einem neuen Körper wiedergeboren zu werden. Ich für meinen Teil vertrete den Standpunkt, dass beides möglich ist. Nun gut, dann kommt mal wieder raus aus dem Brunnen der Erkenntnis, in den ich euch gerade gestoßen habe. Meine Stunde wäre hiermit beendet. Wie ihr gerade erfahren habt, kann ich eurer Bitte leider nicht entsprechen. Aber ich will tun, was ich kann, um euren Wissensdurst dennoch zu stillen. Kraft meines Amtes als Rektor erteile ich euch hiermit die Erlaubnis, das Phänomenon zu nutzen, wann immer ihr wollt.
Und zwar nicht nur den Exegeten selbst, sondern auch ihren Unterstützern. Ihr solltet außerdem mit Ki Al-Yapo sprechen. Was auch immer ihr zu lernen erhofft, sie wird sicher jemanden finden, der eure Interessen teilt. Ich hoffe, eure Suche nach Wissen wird von Erfolg gekrönt sein.
bei den 12. Ah, da seid ihr ja. Entschuldigt, aber wir waren so frei, schon mal etwas vorzubereiten. Ein imposanter Anblick, nicht wahr? Das sind alle Vertreter, die von der Föderation für unsere überaus wichtige Mission zur Verfügung gestellt wurden. Wir kämpfen diesmal nicht nur für Eosea, sondern für die Zukunft der ganzen Welt, Garlemald mit eingeschlossen. Vieles hängt vom Erfolg des Ilsabad-Korps ab. Das tut es in der Tat. Und deshalb freut es mich so, euch hier zu sehen. Wer hätte gedacht, dass wir noch einmal Seite an Seite auf Abenteuer gehen würden? Lucia! Großmeister Emmerich hat mir die Ehre zuteilwerden lassen, mich als Vertreterin Ishgards zu entsenden. Ich hoffe inständig, dass diese Unternehmung uns allen und auch meiner einstigen Heimat zum Guten gereichen wird. Aber was sollte schon schiefgehen, wenn wir alle zusammenarbeiten, nicht wahr? In der Tat. Lasst uns den Blick nach vorne richten, dann wird sich der Weg schon zeigen. Sicher brennt ihr darauf zu erfahren, wer sonst noch mit von der Partie ist. Lasst mich euch den Rest des Chors vorstellen. Werte Anwesende, darf ich um eure Aufmerksamkeit bitten? Wir sind vollzählig. Hättest du die Güte anzufangen? Wie du wünschst. Mein Name ist Arun Senna, Saatseher und Anführer der Gridanischen Gesandtschaft. Ich bin auf Geheiß meiner Schwester Kani Senna, der ältesten Saatseherin hier. Unsere heilenden Kräfte sollen euch und allen, die Hilfe bedürfen, bei dieser Unternehmung Schutz gewähren. Dies sind die besten Druiden unserer Gilde und ihr Geleitschutz aus den erfahrensten Kämpfern der Bruderschaft. Dann wäre ich wohl an der Reihe. Der Anführer der Henkershorde. Sikkart, ganz genau. Dank meiner peinlichen Vorstellung bin ich dir sicher noch gut in Erinnerung, was? Warum ich trotzdem hier auftauche, fragst du dich? Na, weil es höchste Zeit ist, dass ich Hilfirs Bitten nachkomme. Und den Bitten des Admirals. Kneifen kam nicht in Frage. Das hätte meinen Ruf restlos ruiniert. Und außerdem, ein Pirat springt nicht über die Reling, nur weil der Seegang mal rauer ist. Keine Angst. Diesmal versuchen wir es nicht mit dem Bug durch die Welle, sondern auf die subtilere Art, die Merwib uns ans Herz gelegt hat. Hab ein paar Grobschmiede und Plattner mitgebracht. An Eisen herrscht in Garlemald schließlich kein Mangel. Die werden euch hämmern, was ihr braucht. Also nur keine Zurückhaltung. Für Schlagkraft im schmerzenden Sinne ist natürlich auch gesorgt. Also alles, was man von einem munteren Pioniertrupp erwarten kann. An Eifer scheint es euch wirklich nicht zu mangeln. Davon werden wir uns eine Scheibe abschneiden. Und was die Schlagkraft betrifft, auch aus Alamigo und Ulda ist auf Befehl von Oberkommandant Rauban und Sultana Nanamo kampferprobte Unterstützung gekommen. Das Chaos, das im Kaiserreich herrscht, wird unsere Mission nicht gerade erleichtern. Von den Teleforoi ganz zu schweigen. Doch keine Angst. Wenn euer Vormarsch zu stocken droht, werden diese Männer und Frauen euch zur Seite stehen. Pipin und... Du wirst uns also eine weitere Kostprobe deiner Kampfkraft geben? Gerne. Wobei ich fürchte, dass ich einer wütenden Hexe nicht das Wasser reichen kann, wenn die Gerüchte stimmen.
was auch immer uns in Galemald erwartet. Mit Verbündeten wie euch werden wir unser Ziel schon erreichen. Und vielleicht herrscht dann endlich wieder Frieden auf der Welt. Dafür wollen wir kämpfen. Aus Ishgard begrüßt euch der Orden der Tempelritter. Wir sind eisiges Klima, wie es in Galemald herrscht, gewohnt. Das dürfte sich im Kampf gegen die Teloforoi als hilfreich erweisen. Aus diesem Grund hat man mir auch den Oberbefehl dieser Mission übertragen. Ich werde mein Bestes geben, die Erwartungen an mich zu erfüllen. Auf Vermittlung der vier Adelshäuser, insbesondere der Ayenard, haben sich uns zahlreiche Maschinisten angeschlossen. Ihr technisches Verständnis werden wir brauchen, wenn wir auf Magitek-Waffen und sonstiges Gerät der Galear stoßen. Sie werden ihre Kräfte mit den Schmieden und Plattnern aus Limsa Luminsa einen. Die Adligen sandten außerdem noch einen Repräsentanten. Immanuel? Ja, seid gegrüßt. Ich bin Emmanuel Fortran, Vertreter meines altehrwürdigen Hauses. Macht euch keine falschen Hoffnungen. Ich bin nicht über Nacht zu einem mächtigen Krieger geworden. Doch mein Bruder meinte, dies wäre eine ausgezeichnete Gelegenheit für mich, etwas aus mir zu machen und für Weltfrieden und all das zu kämpfen. In der Tat denke ich, dass ich mit den Galearen in einem Balsar schon umzugehen wüsste. Auf dem Schlachtfeld aber wohl eher weniger. Meine Busenfreundin, wie sie leibt und lebt. Überlasst es getrost mir. Auch um des guten Honorar willen, der weint meiner Rückkehr hart, will ich mit einer heldenhaften Geschichte zurückkehren. Bei der Ehre der Fortons. Damit wären alle Gesandten der Eorzeischen Föderation vorgestellt. Auch unsere Verbündeten im fernen Osten haben Hilfe geschickt, die schon bald hier eintreffen sollte. Ob das die Shinobi sind? Nein, die sind unentbehrlich, um das weit gestreute Netzwerk im fernen Osten aufrechtzuerhalten. Doch Hian hat uns versichert, mindestens ebenso fähigen Ersatz zu schicken. Aus dem Weg, du Kalb eines lahmenden Steppenso! Verbände melden sich hiermit zur Teilnahme am Ilsabad-Korps. Sirina! Und so viele bekannte Gesichter. Was für eine schöne Überraschung. Bei uns in der Steppe hat sich natürlich keiner dieser Türme rausgetraut, im Gegensatz zu Doma. Ich muss aber dringend mal wieder irgendwo Dampf ablassen. Also stellt mich in die Erde. Beruhige dich bitte, Sadu. Wir gehen in friedlicher Absicht nach Galemald und nicht, um ein Massaker anzurichten. Welch eine Ehre, mit den ruhmreichen Aura der Azim-Steppe ins Feld ziehen zu dürfen. Und wie ich sehe, seid ihr nicht allein. Richtig. Auch Mitglieder von Lendes Träne, Dalmaskas Befreiungsarmee, haben uns begleitet. Und die Speerspitze des bosianischen Widerstands. Allesamt ausgewiesene Experten in Spionage und Sondierung. Na wunderbar, dann brauche ich mir in der Kaiserstadt ja nicht alleine die Hacken rund zu laufen. Dalmaska, Bosia und auch Alamigo. Sie alle kennen das Leid einer galeischen Besatzung.
Ich zweifle eure guten Absichten nicht an, möchte aber daran erinnern, dass unser oberstes Ziel ist, den Opfern der Teloforoi zu helfen. Mit anderen Worten, den Galeanen. Sicherlich wird es nicht allen leicht fallen, sie als Opfer zu betrachten. Als unsere Verbündeten. Allerdings, viele haben die Teilnahme an diesem Chor direkt abgelehnt. Und wer sollte es ihnen verübeln? Die meisten haben gegen Galemalt gekämpft, solange sie sich erinnern können. Dem einstigen Feind die Hand zu reichen, ist nicht leicht. Da kann das Ziel noch so ehrbar sein. Doch der Kampf gegen das Kaiserreich hat uns auch etwas gelehrt. Nicht alle Galea sind Monster, die unsere Abscheu verdienen. Viele sind Opfer wie wir. Opfer höherer Umstände. Denkt an Fordula, bei der am Ende die Vernunft siegte. Und auch Cid, ohne den unsere Bemühungen ein ums andere Mal gescheitert wären. Und natürlich Maxima, der hier und heute an unserer Seite steht. Einer der Popularen, die Frieden mit Doma schließen und Galemalt reformieren wollen. Alle, die hier versammelt sind, eint dieses Gefühl von Gemeinsamkeit. Oder sie haben ganz nüchtern erkannt, dass es anders nicht geht. Es wird sicher nicht einfach, aber wir alle sind gewillt, diese Welt zu einem besseren Ort zu machen. Gehen wir den Plan nochmal für alle durch. Unser Ziel, die kaiserliche Hauptstadt Galemal, liegt im Norden des Kontinents Ilsabaad, jenseits des Zentralgebirges. Glücklicherweise können uns die Galond-Metallwerke auf dem Luftweg hinüberschaffen. So bleibt uns der beschwerlichste Teil der Reise erspart. Ganz bis Galemal können wir aber nicht fliegen. Das würde sicher einen Angriff der Teloforoi provozieren. Da das Militär des Kaiserreichs größtenteils in ihrer Hand zu sein scheint, wäre es ihnen ein leichtes, uns mit Luftschiffen oder Störwellen abzufangen. Mein Vorschlag wäre deshalb, unsere Flotte in Magna Glacius landen zu lassen, einer weiten Schneeebene zwischen dem Zentralgebirge und der Hauptstadt. Das bedeutet zwar, dass wir dem Schneegestöber zu Fuß trotzen müssen, aber zum Glück gibt es Wege und Einrichtungen, die normalerweise für den Gütertransport benutzt werden. Außerdem ist das Gelände übersichtlich und Angreifer sind schon von Weitem zu erkennen. Das sollte uns die Verteidigung unserer Luftschiffe erleichtern. Jede Sekunde ist kostbar. Unsere Landsleute werden in diesem Augenblick von den Teloforoi bedroht. Und auch die Galea leiden unter dem Chaos in ihrer Heimat. Trefft eure Vorbereitungen. Wir wollen umgehend aufbrechen.
Das Zentralgebirge, welches Ilsabard teilt. Mit sicherer Hand steuerten die Kapitäne des Korps ihre Luftschiffe an seinen zerklüfteten Gipfeln vorbei. So gelangten die mutigen Streiter nach Garlemald, auf eine weite, schneebedeckte Ebene. Eisiger Wind biss im Gesicht und kroch in die Knochen. Ein warmes Willkommen sieht anders aus. Tancreds Spähtrupp hat sich gemeldet. Nicht weit von hier haben galäische Soldaten ein Feldlager errichtet. Sie sind schwer bewaffnet. Könnten es Überlebende des Bürgerkriegs sein? Sieht so aus. Allerdings ist das noch nicht alles. Laut Maxima wird der Verband von Vergilia angeführt. Legatus der 3. Legion. Unter ihren Leuten sind allerdings auch Mitglieder der 1. Legion. Wenn ich mich recht entsinne, unterstützte die 3. Legion nach Kaiser Varys Tod dessen Cousin Nerva, nicht wahr? Die 1. Legion hingegen stärkte der Varys-Fraktion den Rücken und akzeptierte Nervas Machtansprüche nicht. Sie und die 3. Legion dürften also auf gegnerischen Seiten gekämpft haben. Richtig. Angeblich war es der Streit zwischen genau diesen beiden Lagern, der den Bürgerkrieg erst entfachen ließ. Dass zwei ehemals erbitterte Feinde Seite an Seite stehen, um das Kaiserreich zu verteidigen, kann eigentlich nur eins bedeuten. Die Teloforoi haben sie in Besessene verwandelt. Und nun? Frontal drauf losstürmen und das Lager auseinandernehmen kommt vermutlich nicht in Frage, oder? Richtig. Auch wenn sie uns nicht willkommen heißen werden, sind sie doch Bürger Garlemalds. Damit haben wir auch die Pflicht, sie zu beschützen. Kämpfe werden sich sicher nicht völlig vermeiden lassen, aber wir sollten uns bemühen, die Verluste auf beiden Seiten so gering wie möglich zu halten. Dann entwaffnen wir sie und nehmen sie gefangen. Leichter gesagt als getan, wenn die Kämpfe hitziger werden. Unser guter Freund Tancred hat in dieser Hinsicht doch sicherlich schon einen Plan ersonnen. Das hat er in der Tat. Er und seine Späher haben sich an dem Posten vorbeigeschlichen und in einiger Entfernung ein Depot infiltriert. Dort werden sie das bereitstehende Kriegsgerät ausschalten. Und zwar zeitgleich. Wenn ihnen das gelingt, schneiden wir nicht nur den Nachschub für die Front ab, sondern zwingen vielleicht auch einen Teil der Truppen zum Rückzug. Ein kluges Manöver. Wenn wir sie auseinandersprengen, können wir unseren Plan weit besser in die Tat umsetzen. Wir teilen uns in zwei Gruppen und warten auf Tancreds Signal. Der Hauptverband kämpft direkt an der Front, während der Tross ihn mit Nachschub versorgt. Die Mitglieder des Bundes sollten sich so aufteilen, dass beide Gruppen bestmöglich unterstützt werden. Dich als unsere stärkste Kraft möchte ich bitten, den Tross zu beschützen. Wenn es eng wird, hilfst du uns an der Front. Würdest du das übernehmen?
Der Plan wird wie besprochen ausgeführt. Man wünscht uns viel Glück und erhofft sich ein Feuerwerk, das unser Publikum in den Bann ziehen wird. Das klingt ganz nach Ishtola. Gut, sie soll ihr Feuerwerk bekommen. Lasst mich den Plan noch einmal erklären. Zum einen bringen wir Sprengladungen an dem hier stationierten Magitech-Gerät an. Die Zündung erfolgt im Anschluss koordiniert, also achtet darauf, dass nichts zu früh hochgeht. Zum anderen deaktivieren wir die automatischen Magitech-Einheiten über die Steuerkonsole. Damit sollten auch die Waffen streiken, die bereits an der Front sind. Das Schneetreiben bietet uns Sichtschutz, aber wer weiß, wie lange es anhält. Seid schnell und haltet euch an den Plan, dann wird es schon schief gehen. Viel Glück! Ich behalte die Lage im Auge und kümmere mich um den Funkverkehr. Bist du sicher, dass du keine Unterstützung brauchst? Aber natürlich. Ich laufe schließlich erst zur Hochform auf, wenn man mir völlig freie Hand lässt. Wie du meinst. Pass aber gut auf dich auf. Viel Glück. Wir haben nur einen Versuch, also nutzen wir ihn. Anfängerfehler. Anfängerfehler.
Anfängerfehler. Hier, Tankred. Die Ladungen sind platziert. Sehr gut. Bei den anderen läuft auch alles nach Plan. Nimm dir jetzt die Steuerkonsole vor. Sie sollte im Nordwesten sein. Verstanden. Die anderen sollen am Treffpunkt warten.
tut gut, euch alle wohl aufzusehen. Sind die anderen ebenfalls startklar? Ja, Hauptverband und Rost können jederzeit ausrücken. Wunderbar. Dann geben wir ihnen mal das Signal. Der Schneesturm ist abgeflaut. Unser Hauptverband dürfte schon bald auf den Gegner treffen. Ishtola und die anderen sind auch da. Also besteht sicher kein Grund zur Sorge, aber... Wartet! Wir kriegen Besuch! Anscheinend sind wir nicht die Einzigen, die Speer entsandt haben. Fangt sie ab! Wenn wir die Wagen verlieren, sind wir geliefert! Verteidigt sie mit eurem Leben! Informiert euch neu. Kümmere du dich um die vorderen Wagen. Meine Rettung! Auf den Gehirn verlassen! Fast neuen Mut, Kameraden. Ich glaube, Rettung ist hier. Ausgezeichnet. Aber da vorne wird noch gekämpft. Eigentliche Hilfe. Ja, halten wir die Stimme. Wir sind die Einzigen, die noch kämpfen. Ha, nie nur recht. Höchstens an. Darauf habe ich gewartet. Yeah.
Schatten aus! Keine Sorge, den Rest schaffen wir alleine. Du hast es gehört. Dann stoß mal wieder zum Hauptverband. Die kämpfen schließlich auch und hätten sicher nichts gegen ein paar Heldentaten deinerseits. Mein Lieber, wir wollen doch Opfer vermeiden. Keine Angst, das heilt. Es ist aber auch vertrackt. Unsere Gegner kämpfen ohne jede Furcht. Es wäre einfacher, sie zum Aufgeben zu bewegen, wenn ihnen ihr Leben etwas wert wäre. Dies ist der Weg, den unsere jungen Freunde für uns gewählt haben. Du wusstest, dass es nicht leicht wird, als du uns deine Hilfe zugesagt hast. Allerdings. Vergilia! Verdammt! Ich muss näher rankommen! Es sind einfach zu viele! Hab mich schon gefragt, wann du kommst! Hält uns nichts mehr auf. Also los, zeigen wir es ihnen. Es verläuft alles nach Plan. Jetzt müssen wir nur noch hier durchbrechen. Thank you.
Revanche bin ich gern zu haben. Aber erst, wenn du wieder ganz bei Sinnen bist und ich mich nicht mehr zurückhalten muss. Sadu! Damit wäre die Vorhut erledigt. Danke. Ohne dich hätte es ziemlich übel ausgesehen. Ist beim Tross auch alles in Ordnung? Gut. Dann sollten wir zu den anderen aufschließen. Die Galia nehmen wir in unsere Obhut. Bis Galemalt ist es nun nicht mehr weit. »Was für eine erbärmliche Kälte«, sprach Solus, als er das erste Mal Fuß auf den gefrorenen Boden setzte. »800 Jahre ist es her, dass die Galia ihre neue Heimat betraten. Zuvor lebten sie südlich des Zentralgebirges. Doch jahrhundertelange Kämpfe gegen die Kovaren trieben sie gen Norden. Nun hegten sie Misstrauen gegen alles Fremde. Die Welt selbst schien sich gegen sie verschworen zu haben. Sie waren die perfekten Marionetten. Das Jahr 1513 des sechsten Zeitalters des Lichts markierte den Beginn des Aufstiegs von Legatus Solus und der Magitek-Revolution. Wie kam es zu der Entwicklung des ersten Erdseimantriebs? Und wie konnte ein schüchterner, einfacher Soldat wie Solus so schnell Karriere machen? Die, die die Wahrheit kannten, sind längst nicht mehr hier. Ich weiß noch zu gut, was ich dachte, als ich dieses Land zum ersten Mal durch seine Augen sah. Eine Scheißkälte ist das. Und daran hat sich zu meinem Leidwesen nie etwas geändert. Völlig ausgestorben. Soweit ich weiß, ist dies eine der wichtigsten Straßen in die Stadt. Auch wenn der Landweg nach Galemalt in den letzten Jahren weniger genutzt wurde, muss es hier früher sehr lebhaft zugegangen sein. In der Tat. Es gab einen Kontrollposten und Herbergen. Und es herrschte ein reges Treiben. Ob sie alle zu Besessenen geworden sind? Darüber können wir uns später Gedanken machen. Erst einmal müssen wir uns einrichten. Bei diesen Temperaturen werden wir und die Besessenen nicht lange überleben. Wir schlagen hier ein vorläufiges Lager auf. Kümmert euch um die Verletzten. Sorgt für Schlafstätten und erkundet auch die Umgebung. Ei, ei, Captain! Wenn wir hier fürs Erste verweilen, sollten wir unserem neuen Zuhause vielleicht auch einen Namen geben, findest du nicht? Hm.
Der Reif knirscht bei jedem Schritt so, als würde man auf Scherben laufen. Wie wäre es mit Camp Splitterglas? Aber genug geredet. An die Arbeit. Gehen wir noch einmal durch, was vor uns liegt. Hauptsächlich haben wir zwei Ziele. Überlebende Galear aufspüren und beschützen und uns im Kaiserpalast umsehen. Wir sollten auch versuchen herauszufinden, was genau in Galemalt vorgefallen ist. Vielleicht gibt uns das Aufschlüsse über die Ziele der Teleforoi. Was das betrifft, hätte ich vielleicht eine Idee. Ein paar der Soldaten, die wir in Magna Glacius in unsere Obhut genommen haben, gehörten zu den Popularen. Wenn es uns gelänge, sie zu heilen, könnten sie uns vielleicht Aufschlüsse zu den Geschehnissen geben. Ein guter Vorschlag. Ich werde den Heilern zur Hand gehen.
Dazu werde ich eine Quixi benötigen. Ihr könnt doch hoffentlich eine entbehren. Soll ich dir helfen? Nein, das wird nicht nötig sein. Du kannst mir an anderer Stelle bessere Dienste leisten. Bis ich mich an den drückenden Äther hier gewöhnt habe, werde ich das Camp erst einmal nicht verlassen. Heilen ist ja schön und gut, aber was nutzen uns gesunde Galiar, wenn sie uns kurz darauf erfrieren? Die Gebäude hier können theoretisch mit Erdseim geheizt werden, aber leider streikt das System im Moment. Wenn wir das nicht schleunigst beheben, droht uns allen der Kältetod. Die Schmiede und Plattner sind schon fleißig dabei, Ersatzteile zu hämmern, könnten aber Hilfe gebrauchen. Verstanden. Ich werde die Maschinisten bitten, sie zu unterstützen. Der Rest von uns sollte entweder die Gegend erkunden oder das Camp bewachen. Ja. Den Teloforoi dürfte unser Gefecht mit den Besessenen nicht entgangen sein. Sie wissen, dass wir hier sind. Und vielleicht sogar wo. Wenn man es so sieht, ist es fast schon beängstigend still. Entweder wollen sie uns in Sicherheit wiegen und greifen an, wenn wir es am wenigsten erwarten. Oder sie haben gerade ganz andere Prioritäten. Das werden wir noch früh genug erfahren. Jetzt sollten wir erstmal die Gegend erkunden. Orianger, Estinien und ich kennen uns in der Hauptstadt aus. Und die Widerstandskämpfer der östlichen Verbände könnte ich ebenfalls gut gebrauchen. Wir hätten auch ein paar erfahrene Kundschafter in unseren Reihen. Danke. Das sollte reichen, um das Stadtgebiet abzudecken. Vielleicht sogar, um den Kaiserpalast in Augenschein zu nehmen. Ach so, dich hätte ich auch gern dabei, Graha, falls wir uns mal in Luft auflösen müssen. Als wenn du das hier nötig hättest. Was aber nicht heißen soll, dass ich zurückbleiben möchte. Dann kümmern wir uns wohl um den Wachdienst. Nein. Für euch und Alfino habe ich etwas anderes im Sinn. Zwischen diesem Lager und der Stadt liegt Eblans Reif. Seht euch dort bitte um und sucht nach Überlebenden. Ihr habt auf euren vielen Reisen schon so einige Spuren verfolgt und habt ganz sicher die besten Chancen, welche zu finden. Danke. Ich hoffe, eure Suche ist erfolgreich. Also gut, machen wir uns an die Arbeit. Passt auf euch auf und übernehmt euch nicht. Sonst fordert diese raue Gegend ihre Opfer, bevor es der Feind tut. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
drüben war eine Blutspur. Die Mädchen, sie wurden angegriffen. Sie hatten mehr Angst vor uns als vor den wilden Tieren. Das ist alles meine Schuld. Du uns dabei, die beiden zurückzubringen? Wie viele Unschuldige müssen wir noch begraben? Ich weiß auch nicht. Aber wir können sie nicht hier in der Kälte lassen. Ich habe von diesen Geräten gehört. Angeblich erklingt daraus manchmal Varys Stimme. Das ist natürlich unmöglich. Aber trotzdem war der Apparat für die Schwestern wichtig genug, um ihn auf ihrer Flucht mitzunehmen. Ich borge ihn mir für eine Weile aus, wenn ihr erlaubt. Ich werde nie die Angst in euren Augen vergessen, als ihr uns gesehen habt. Aber wir sind hier, um euch zu helfen. Um etwas Wärme in diese kalte Welt zu bringen. Ich hoffe, das könnt ihr irgendwann verstehen.
Danke für euren Bericht. Wir werden diese Erkenntnisse mit allen teilen, damit sich so etwas nicht wiederholt. Was die Überlebenden in Siegerslohn angeht, werde ich persönlich den Kontakt suchen. Einem Galear gegenüber sind sie hoffentlich weniger verschlossen. Danke. Wenn sich die Gelegenheit ergibt, Ihnen von den Schwestern zu berichten, dann tu es. Wir wollen es keinesfalls vertuschen. Es tut mir leid, dass ihr das durchmachen musstet. Ich hätte nicht gezögert, mein Leben für das der zwei Mädchen zu geben. Aber dafür ist es jetzt zu spät. Lass uns alles tun, damit so etwas nicht noch einmal passiert. Aber sagt, wie stehen die Dinge sonst? Wir haben tatsächlich gute Neuigkeiten. Ich hatte es Lucia gerade berichtet. Aber es ist uns gelungen, die besessenen Popularen zu heilen. Ihre Berichte über die Geschehnisse in der Hauptstadt waren äußerst aufschlussreich. Wie ihr ja wisst, brach nach dem plötzlichen Tod von Kaiser Varys ein Bürgerkrieg um dessen Nachfolger. Nerva führte seine dritte Legion gegen die erste Legion, welche Varys über seinen Tod hinaus Treue hielt. Ihr Schlachtfeld, die Kaiserstadt selbst. Dass sie bereit sind, die Straßen ihrer Hauptstadt in Blut zu tränken, zeigt, wie unversöhnlich sie sich gegenüberstehen. Den Parteien reichte jeder noch so kleine Grund, um mit loderndem Hass aufeinander loszugehen. Erinnerst du dich an die Schlacht in der Gimlet-Finsternis? Wie Kaiser Varys sich plötzlich von der Front zurückzog? Für Varys politische Gegner Titus und dessen Sohn Nerva waren die Gerüchte, dass Zenos von einem Dämon besessen sei, ein gefundenes Fressen. Gerüchte, die in ihrem Kern wahr waren. Wir hatten damals lediglich ausgenutzt, dass Elidibus seine Hand im Spiel hatte. Ja. Titus und seinen Anhängern gelang es jedoch nicht, bis zur Wahrheit vorzudringen. Und Varys konnte einen Putschversuch abwenden. Dabei wurden die Hauptakteure der Gegenseite der Reihe nach zum Schweigen gebracht. Entweder, indem man sie strafversetzte oder für immer aus dem Weg räumte. Vermutlich Elidibus' Werk. Zumindest gibt es keine Beweise, dass Kaiser Varys direkt involviert war. Unbestritten war er aber der größte Nutznießer der Ereignisse. Ohne die dritte Legion hatten Titus und Nerva niemanden mehr, der ihnen den Rücken stärkte. Und während seine Erzfeinde vor Wut noch tobten, wurde der Kaiser schließlich ermordet. Man hielt Gaius für den Mörder. Da Nerva direkt im Anschluss Anspruch auf den Thron erhob, vermutete die erste Legion hinter dem Ganzen einen Putsch der Titus-Fraktion. Die Lager beschuldigten sich gegenseitig, Urheber des Konflikts zu sein. Und jetzt wird's interessant. Beide Seiten erhielten nämlich just zu jener Zeit große finanzielle Zuwendungen, die ihnen Hoffnungen auf einen schnellen Sieg machten. Aus derselben Hand. Die dritte Legion erhielt angeblich Geld von der Familie Brutus. Die erste also auch? Allerdings. Das Geld kam laut den Popularen zwar aus verschiedenen Kanälen, aber alle gehen auf die Brutus zurück. Van Daniel. In Gestalt von Asai hat er also beide Seiten angestachelt. Es sieht ganz so aus. Und das ist noch nicht alles. Wie die Popularen berichten, kam es eines Nachts kurz nach Ausbruch der Kämpfe zu einer starken Erschütterung. Danach sind all ihre Erinnerungen ausgelöscht. Selbst vom Kampf mit uns in Magna Glacius wussten sie nichts. Einzig der Umbau des Kaiserpalastes soll ihnen von Varys befohlen worden sein. In einem Traum habe er ihnen immer und immer wieder die gleiche Botschaft eingeschärft. Die ganze Welt soll in Galemals Herrlichkeit erstrahlen.
Der Turm von Babel wird unser Licht zu allen Völkern tragen, hat er angeblich gesagt. Das klingt alles ziemlich vertraut. Es gibt da etwas, das ihr unbedingt sehen müsst. Daraus ist Vares Stimme erklungen? Wie seltsam. Wenn es keine Aufnahme war, was war es dann? Denkst du auch, was ich denke? Der Äther, der durch das Metall in diesem Apparat fließt, weist verblüffende Ähnlichkeiten zu unseren Talismanen auf. Das sehe ich ebenso. Könnte es sein, dass diese Geräte durch eine Laune des Schicksals vor dem Einfluss der Primae schützen? Wenn dem so wäre, dann könnte es eine Verbindung geben. Mal angenommen, die nächtliche Erschütterung in Galemald wurde von einem Ätherimpuls ausgelöst. In diesem Fall wäre ein Großteil der Bevölkerung zu Besessenen geworden. Aber alle, die den Kriegsnachrichten lauschten, wären wie durch ein Wunder verschont geblieben. Deswegen hatten Lizina und ihre Schwester es also dabei. Entschuldigt bitte, dass ich euch unterbreche. Wir haben im Lager jemanden entdeckt, der sich an unserem Gepäck zu schaffen machte. Sieht aus wie ein galäischer Soldat, allerdings scheint er nicht besessen zu sein. Zum Glück konnte Magna ihn niederringen, bevor Blut vergossen wurde. Wir haben ihn hergebracht. Wollt ihr ihn vernehmen? Das sollten wir. Wen haben wir denn da? Ihr seid ja Galear! Verräter! Habt ihr denn keinen Stolz? Mein Name ist Lucia Junius. Ich bin eine Tempelritterin Ishgards. Und wer bist du? Iulus Pyrnobanus. Und mehr werdet ihr nicht aus mir herausbekommen, elende Invasoren. Wir sind nicht hier, um dir dein Land zu nehmen, Iulus. Ganz im Gegenteil. Wir sind hier, um das Chaos zu bekämpfen, das die Teloforoi über die Welt gebracht haben. So wie ihr auch. Wir wissen, dass die Bevölkerung von Galemald besonders viel Leid ertragen musste. Deshalb sind wir hier, um euch die Hand in Freundschaft zu reichen und euch unsere Unterstützung anzubieten. Ich erwarte nicht, dass du uns mit offenen Armen empfängst, aber beantworte mir folgende Frage. Wie kann es sein, dass ein stolzer Soldat des großen galäischen Kaiserreichs unser Gepäck durchwühlt wie ein lumpiger Dieb? Gib es zu. Du kannst etwas Hilfe gebrauchen. Wenn du etwas benötigst, dann sag es einfach. Du kannst später gerne behaupten, wir hätten es dir aufgedrängt. Oder meinetwegen auch, du hättest es uns gestohlen. Das ist mir egal. Ich bin nicht befugt zu entscheiden, wie wir mit euch zu verfahren haben. Das kann einzig mein Kommandant. Wenn ihr wollt, kann ich euch zu ihm führen, aber höchstens drei von euch. Was meinst du? Falls wir zustimmen, gehen wohl besser du und ich. Meine Schwester und ich werden das Korps repräsentieren. Und warum, wenn ich fragen darf? Wir haben das Leid der Galear mit eigenen Augen gesehen. Ihre Zukunft, ihre Leben, das alles hängt am seidenen Faden.
Es ist mir das Risiko wert. Es wäre eine Chance, unsere guten Absichten zu demonstrieren und für vergangene Fehler einzustehen. Wenn dies euer Wunsch ist, werde ich nicht widersprechen. Passt bitte gut auf euch auf. Zwei Kinder und ihre Aufpasserin. Ihr nehmt uns wohl nicht für voll, was? Du solltest nicht von dir auf andere schließen. Die drei sind mehr als würdig, uns zu vertreten. Der Weg zu unserem Stützpunkt ist gefährlich. Ich werde meine Waffe brauchen.